Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben 10:45. Einfach jetzt mal, bevor es losgeht, einfach mal die Runde gefragt, wer hat denn Reddit schon mal benutzt und wer setzt es momentan ein? Ja, sehr gut. Ja, wir sind relativ, ich sag mal, eine überschaubare Truppe. Das heißt, wenn zwischendurch Fragen bestehen, die Antworten bedingen, die kürzer als eine Viertelstunde sind, würde ich euch bitten, da ganz einfach zwischendurch kurz die Hand zu halten, die Hand zu heben. Ich wiederhole dann die Frage und längere Fragen oder ich sag mal Fragen, die vielleicht ein bisschen ausführliche Antwort bedingen, bitte am Schluss. Dann wird dann auch der liebe, wer ist das denn? Michael Marco? Nee, sondern Sebastian auch mit dem Mikro durch die Gegend laufen. Wir zeichnen hier auf, deswegen ist Mikro wichtig. Okay, fangen wir einfach mal an. Dieser Vortrag ist meinem Sohn gewidmet, der kann leider heute hier nicht hier sein. Deswegen, ja, Luca, wenn du den Stream sehen solltest, ist für dich. Okay, vielleicht erstmal ein paar Worte zu mir selbst. Christoph Zimmermann, ich bin Techie durch und durch. Ich habe mal vor langen Jahren über Betriebssysteme promoviert. Da habe ich auch Linux kennengelernt. Das war so Anfang der 90er Jahre. Wir waren damals in Dublin dabei, einen experimentellen Mikrokernel zu bauen. Und wir suchten halt eine Entwicklungsumgebung zum Testen und zum Entwickeln der Software. Und da gab es diesen Kern von diesem Linus Torvalds, der war damals noch in der Version Punkt 9. Proto, wie wir dann hinter live gegangen sind mit dem System, war das dann Punkt 9.5, also vor der Kernel-Version 1. Ja, und seitdem benutze ich Linux. Ich bin Tech-Support bei der Fraluk. Da machen wir auch den Maus-Türöffner-Tag. Sendung mit der Maus, wem sagt das was? Fan seit 40 Jahren, ne? Okay, ganz kurz. Sendung mit der Maus ist ein relativ bekanntes Format des WDRs. Der WDR macht seit 7 oder 8 Jahren den sogenannten Türöffnertag, wo Türen geöffnet werden, die sonst verschlossen bleiben. Feuerwehren, Kochstudios, Kinos, Müllverbrennungsanlagen, Heizkraftwerke etc. pp. Machen ihre Türen auf als Bestandteil wie gesagt, des sogenannten Türöffnertages. Man muss sich registrieren. Wir machen es als Fraluk seit 5 Jahren und wir müssen meistens schon die Warteliste im August zumachen. Das Ganze findet am 3. oktober 2019 dieses Jahr in Frankfurt im Gallus statt. Es gibt noch, glaube ich, seit gestern Abend 3 Plätze. Das heißt, wer in Frankfurt wohnt oder bei Frankfurt ein Kinder hat, den er mal Open Source nahebringen möchte, das ist der Türöffnertag. Das Ganze läuft wie folgt, also ganz einfach 2 Sätze noch dazu, vielleicht hat ja jemand Interesse. Es werden Gruppen gebildet von Kindern, die am Laptop die erste Erfahrung mit Impress sammeln können. Es wird mit Scratch programmiert, es wird mit Linux Musik gemacht. Die Idee ist ganz einfach, den Kindern innerhalb von ja, 5 bis 6 Stunden Open Source nahezubringen. Auch als Gegenentwurf quasi zur Microsoft-Produktschulung, die ja auch leider häufig in Schulen als sogenannte Informatik angeboten wird. Er lacht, er weiß, wovon ich rede. Deswegen, wie gesagt, wenn Interesse besteht, kurz anmelden und es sind ein paar Plätze frei. Daneben bin ich Arch Repository, Arch User Repository, Package Maintainer. Das ist so ein Hobby, was ich nebenher mache. Arch ist eine Distro. Es gab gestern einen Arch Dev Room, den ich auch selbst betreut habe. Ja, daneben alles, was mit Software-Lebenszyklus zu tun hat, insbesondere Designmethodologien, Security, aber auch sowas, wie mache ich denn Software sicherer? Das ist so auch so eine Art Hobby von mir. Daneben mache ich noch einiges im Bereich Social Engineering, kognitive Psychologie, also quasi die menschliche Seite der IT-Security. Und wenn da noch Zeit bleibt, bin ich für eine Firma Redis Labs. Solution Architect für den Bereich Dach, aber und deswegen stehe ich unter anderem auch heute auf der Bühne Community Liaison. Das heißt, das gesamte Community Management im Dachumfeld, also Deutschland, Österreich und Schweiz, steht vor euch im Prinzip. Kurze Übersicht, über was wir heute hier reden. Für diejenigen wenigen, die Redis noch nicht kennen, ganz kurze Übersicht, was ist es? Wie ist die generelle Architektur aufgebaut? Welche Features gibt es? Und dann werde ich mal die Applikationsperspektive etwas genauer beleuchten. Da gibt es dann auch eine Demo, wo ich einfach mal vorführen werde, wie denn Redis so tickt und was man mit Redis jenseits des Cachings, wo es wahrscheinlich die meisten von euch erkennen, so machen kann. Das Ganze wird dann abgeschlossen mit einer Zusammenfassung, einem kurzen Ausblick, was so für Redis 6 auf dem Programm steht. Fangen wir einfach mal an. 10 Jahre Redis. Wer kann mir denn sagen, wann es den ersten Commit gab? Ja, das Datum. Sehr gut. Michael, volle Punktzahl. Einfach mal so eine Idee. Ja, am 21. März 2009, 10, 2009, nicht 19, sondern 9, gab es den ersten Commit.
Ein gewisser Salvatore Sanfilippo war Ende 2008 auf der Suche nach einer Datenbank für ein Webreporting-Projekt, das gewisse Charakteristika aufweisen sollte, nämlich sowas wie Realtime-Fähigkeit. Er hat sich Memcached mal ein bisschen genauer angeguckt, kam aber aus einigen Gründen nicht in Frage. Er hat auch einen Blick auf Postgres geworfen, aber die Performance, die er brauchte, Postgres, klar, als relationale Datenbank, war halt nicht so ganz oben auf der Liste. Und da hat er angefangen, ursprünglich mal ein Key-Value-Store selbst zu schreiben. Vergleichbar mit Memcached, der sich aber im Laufe der Jahre relativ schnell zu einer multimodalen Datenbank entwickelt hat. Was das genau ist, werde ich gleich noch drauf genauer eingehen. Ich selbst nutze die Datenbank seit 2011. Das glaube ich, das war der fünfte Commit oder so. Und zwar war ich damals auf der Suche für meine FPM-Instanz nach einem Opcode-Cache. Also ganz klassisch da, wo Redis als Key-Value-Store irgendwo mal herkommt. Ich habe mir Memcached angeguckt, hatte bei, also sorry, FPM sagt jedem was. Als App-Server für, also FPM ist einer der, glaube ich, populären App-Server für PHP. Und ich war damals, weil es auf einer Hardware-Architektur lief, die 32 Bit hat, ein Kern, 512 MB und drauf steht Cyxtl 325. Das ist ein NAS-Enclosure, was unter, wenn es ausgeliefert wird von Cyxtl aus, unter einem proprietären Linux läuft. Und da lief mir dann noch Arch über den Weg und seitdem laufen auf der Maschine, sie ist immer noch im Betrieb, in dieser Minimalkonfiguration fünf Nginx-Instanzen, paar Nextclouds, ein Tor-Relay und noch was anderes. Unter anderem aber auch Redis, also wie gesagt, als PHP-Opcode-Cache. Der Footprint von Redis auf der Architektur liegt gerade mal bei guten 100K. Das ist einfach mal so eine Hausnummer und deswegen mir läuft Redis sehr häufig über den Weg im Kontext von Embedded Systems. Ich kann leider den Namen nicht nennen, aber jemand, der in der Schweiz wohnt und da Busse durch die Gegend fahren sieht, die so gelb sind, auf jedem Bus läuft eine Redis-Instanz, die sich um Fahrkarten kümmert, die sich um Logistik kümmert und so weiter und so fort. Die benutzen aber auch Redis im Backend als Primary Database in ihren Rechenzentren. Okay, wie gesagt, deswegen, man trifft es häufig gerade im Embedded-Umfeld, weil halt der Footprint so extrem klein ist. Paar Zahlen. Redis hat so circa 162 Klienten in circa 48 Programmiersprachen. Dürfte damit die NoSQL-Datenbank sein, die die meisten Klientenanbindungen hat. Es gibt Klienten selbst für Haskell und Lisp sowieso. Und natürlich auch die gängigen Programmiersprachen, also allein für Java gibt es drei: Lettuce, Jedis und Vertex. Mir ist letztens noch ein zweiter Rust-Client über den Weg gelaufen. Einen kenne ich klar, weil ich programmiere gerade selbst in Rust, also ich habe es gerade gelernt und deswegen ist natürlich eine Redis-Anbindung auch ganz wichtig. Aber wie gesagt, für die meisten gängigen Programmiersprachen gibt es mehr als eine Implementierung, die auch unterschiedliche Semantiken mitbringen. Jedis ist eine relativ einfache Anbindung, wenn man mal im Java-Umfeld bleibt. Während ich sag mal, Lettuce schon als Aufsatz von Spring schon relativ viel Semantik mitbringt, die aber auch nicht unter Umständen eine etwas steilere Lernkurve aufweist. Das Ganze hat mehr als 6.500 Commits auf GitHub. Salvatore ist immer noch der Main Maintainer, ist immer noch der Project Lead auf GitHub. Das heißt, er gibt auch die Richtung von dem Projekt vor. Er ist zwar bei Redis selbst angestellt als Technical Board Advisor, aber die Projekt, ich sag mal, die Projekt Roadmap, die gehört ihm. Da lässt er sich auch nicht von Redis Labs reinreden, was für mich sehr, sehr wichtig ist, weil das Ganze ist unter einer BSD-Lizenz. Das heißt, man kann mit der Codebasis machen, was man möchte, und das soll also eigentlich auch so bleiben. Deswegen, wie gesagt, die Unabhängigkeit oder quasi die strikte Trennung von Redis Labs, die zwar das Ganze mitfinanziert, klar, logisch, aber die IPs sind weiterhin noch bei Salvatore Sanfilippo. Es gibt mehr als 100 Bibliotheken, die aufbauend auf den Klientenanbindungen unterschiedliche Funktionalität realisieren. Ich habe übrigens selbst letztes Jahr angefangen, den Python-Klienten, um Streams zu erweitern. Über Streams gehe ich gleich noch genauer drauf ein. Das Ganze hat dann Andy McCurvey akzeptiert. Andy McCurvey ist der Main-Maintainer des Standard-Python-Klienten und ja, seit November letzten Jahres gibt es halt auch Streams in der Python-Variante. Also ich selbst als Community-Manager steuere halt auch noch als quasi der Community was dazu hinbei.
laufe halt nicht durch die Gegend, halt schlaue Vorträge, sondern tue auch was. Das ganze Projekt hat 26.000 GitHub Stars, mehr als 26.000 GitHub Stars, so eine Art Währung, was die Popularität der Codebasis angeht. Wir haben mehr als 244 Kontributoren. Hoffentlich vielleicht nach diesem Wochenende einige von euch, die einfach mal gucken, was man da eventuell noch hinzufügen kann, beziehungsweise was beisteuern können. Und es gibt eine relativ aktive Community auf Stack Overflow und anderen Plattformen mit Fragen, aber auch Antworten. Kommen wir doch einfach mal dazu, was Redis heute ist. Wie gesagt, viele von euch, wer hat es als ersten Use Case nicht als Cache eingesetzt? Darf man fragen, was du damit gemacht hast? Okay. Ja. Okay. Klasse. Danke für den Hinweis, weil ganz kurz zusammengefasst, es ging bei der Antwort darum, JWT-Tokens zu speichern und als Nicht-Caching-Hintergrund. Genau, und das Ganze auch zu validieren, ganz zusammengefasst für den Stream und die Aufzeichnung, alles gut. Nee, weil die meisten kennen es, ich bin das beste Beispiel, ich habe es halt für eine PHP-Opcoach-Cache ursprünglich mal gesucht, bzw. eingesetzt. Aber seit ca. 3 Jahren gibt es die sogenannten Module. Man konnte Redis vorher schon mit Lua-Skripten, das heißt, man konnte nativ Lua-Skripte auf dem Server ausführen. Module sind jetzt die nächste Ergänzung zu, ich sag mal, einem Server, der schon relativ mächtig ist, was NoSQL-Funktionalität angeht, aber auch, ich sag mal, sich mehr und mehr Richtung applikationsspezifischer NoSQL-Datenbank erweitert. Wir haben zum einen die nativen Datenstrukturen, da würde ich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was die sind. Aber die Module sind meistens in C programmiert. Mittlerweile gehen auch mehr und mehr Leute dazu über, die in Rust zu programmieren. Genau genommen, wenn man ein Modul programmiert, braucht man eine Programmiersprache, die eine ganz wichtige Eigenschaft hat. Sie muss C-Bindings unterstützen. Sofern das der Fall ist, kann man eigentlich jede Programmiersprache benutzen, Go, Rust und wie sie alle heißen, oder auch C++, um Module zu schreiben, sofern, wie gesagt, diese Eigenschaft erfüllt ist. Aus Performance-Gründen wird man meistens irgendwas C, Go oder Rust-artiges benutzen, einfach weil diese Programmiersprachen die Eigenschaften haben, sehr unter Umständen, wenn man es richtig macht, sehr einen performanten Code zu erzeugen. Eine ganz wichtige Eigenschaft, diese Module, was machen die? Die definieren einen neuen Datentyp, der entsprechend dann auf der Klientenseite auch reflektiert wird durch eine entsprechende klientenbasierte Anbindung. Werde ich gleich noch genauer darauf eingehen. Es gibt Standardmodule, die zum Teil von Redis Apps kommen, zum Teil aber auch von der Community. Die fangen so an bei JSON, was aus Redis eine, ich sag mal, dokumentbasierte Datenbank macht, vergleichbar von der Funktionalität her in Ansätzen mit Mongo beispielsweise oder CouchDB. Das heißt Payload in JSON und entsprechend auch Indizierung etc. pp. Ganz wichtig, Redis hat eine ganz wichtige Eigenschaft. Wenn in der Dokumentation Strings steht, heißt das, das sind Binary Safe Strings. Deswegen, jeder Datentyp kann eigentlich in einen String reingepackt werden, kann einem Schlüssel zugeordnet werden. Ich kenne sehr viele Projekte, die da sowas ablegen wie MP3s, aber auch JPEGs. Der Server, den kümmert es eigentlich nicht, was in dem Payload drinsteht. Der sorgt sich nur für die performante Speicherung und das Retrieval. Insbesondere fasst Redis die Daten nicht an, wie das vielleicht andere Datenbanken tun. Es sei denn, man gibt dem Modul explizit diese Funktionalität mit. Beispielsweise bei Redis Search, was eine Volltextsuche auf Strings ermöglicht. Da ist natürlich im Rahmen von Stemming, Indizierung etc. pp. Schon eine Analyse des Textes angesagt. Deswegen wird da natürlich meistens entweder UTF-8 oder ASCII verwendet. Time Series ist so das letzte Modul, was gelauncht wurde. Das verwandelt Redis quasi in eine InfluxDB, von der Funktionalität her gesehen. Die API ist natürlich ein bisschen verschieden, aber die Funktionalität ist vergleichbar mit einer Influx. Dann Streams. Streams ist kein Modul, sondern ein Datentyp, da will ich gleich noch genauer drauf eingehen. Vergleichbar, ich sag mal, von der Funktionalität her in Ansätzen mit Kafka. Diejenigen, die schon mal mit Kafka gearbeitet haben, Hyperskalierer, Message Bus,
Applikationssemantik im Sinne von Consumer Groups, wir skalieren auf Senkenseite und so weiter und so fort. Und genau das machen wir mit Streams auch. Daneben gibt es noch Graph. Graph ist immer, na, stolz, falsche Wort, aber hat schon zu einigen, ich sag mal, zu einiger Disruption im Graph-Datenbank-Umfeld geführt, weil diese Module haben eine ganz wichtige Eigenschaft. Das gilt natürlich für Graph ebenfalls. Die Funktionalität ist vergleichbar mit entsprechenden anderen applikationsspezifischen Datentypen wie Mongo, wie Influx, aber die nativen Vorteile, die Redis mitbringt, nämlich In-Memory-Data-Store und damit auch geringe Latenz und sehr hoher Durchsatz, ist auch bei diesen modulspezifischen oder applikationsspezifischen Datenbanken gegeben. Graph verimplementiert, also Graph-Datenbanken sagen eben was. So ein bisschen, nein. Vielleicht sollen wir uns ganz kurz erklären, was ein Graph-Datenbank ist. Ich werde es gleich noch demonstrieren am Beispiel einer einfachen Graph-Datenbank. Eine Graph-Datenbank implementiert ein Graph. Bestes Beispiel: soziale Netzwerke. Wenn man ein Profil hat, möchte man natürlich wissen, welche Freunde dieses Profil hat, beziehungsweise welche Freunde der Inhaber des Profils hat und vor allen Dingen, welche Freunde diese Freunde haben, weil so kann man als sozialer Netzwerkanbieter relativ schnell feststellen, wofür sich so Leute interessieren. Meistens sind Freundschaften auf gemeinsamen Interessen begründet, unter anderem neben Nasenfaktor und Humor und so etc. pp. Bestes Beispiel: der Deutsche Hasenzüchterverein. Die Leute züchten Hasen, deswegen sind die im Verein. Die meisten sind vielleicht auch, wenn sich nicht ganz spinnefeind sind, irgendwie Freunde oder liken sich oder folgen zumindest auf sozialen Netzwerken. So verdienen Facebook und Freunde ihr Geld. So funktionieren soziale Netzwerke. Und die ganz wichtige Eigenschaft: durch diese Abhängigkeiten, wer mit wem befreundet ist, hat man im Prinzip einen ungerichteten Graph. Das ist so die Eigenschaft von der Datenstruktur, die dahinter steht. Und ein anderes typisches Beispiel ist mir letztens über den Weg gelaufen: organisiertes Verbrechen. Macht sich keiner ein Bild von. Organisiertes Verbrechen hat eine ganz wichtige Eigenschaft: es ist nur relativ schwer automatisiert zu durchschauen. Wenn man wissen möchte, typisches Beispiel: irgendwo wird in die Bank eingebrochen. Wenn in die Bank eingebrochen wird, bedingt das so Vorbereitungen, weil ein Bankeinbruch wird geplant. Wer wann mit welchem Wagen wo auftaucht, wer in die Bank einbricht, wer Schmiere steht und so weiter und so fort. Die Planung bedingt aber auch, dass irgendwo sowas wie Geld herkommt, weil Fluchtautos kosten halt nun mal Geld. Die kann man mieten oder die kann man kaufen. Typischerweise sind bei einem Bankeinbruch mindestens eine Handvoll Leute, eher mehr, vonnöten, die die verschiedenen Aufgaben wahrnehmen. Ähnlich wie hier bei der Frostkonne, obwohl das mit Bankeinbruch nichts zu tun hat, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Sachen automatisiert zu erkennen, ist relativ schwierig. Es sei denn, man korreliert die Fakten. Also wer beispielsweise mit welcher Kreditkarte wann welchen Betrag abgehoben hat, wo und wofür dieser ausgegeben wurde, als Beispiel jetzt mal. Und wenn man das tut, kann man, und das ist so Gegenstand der Forschung innerhalb der Kriminalistik, in Ansätzen feststellen oder auch zum Teil voraussagen, wann wo eingebrochen werden wird. Und genau da, die Datenstruktur, die dahinter steht, ist ebenfalls ein Graph. Ein großer Kunde der Redis Lab setzt das in Staaten genau für diesen Zweck ein. Ich fand das einen ziemlich spannenden Use Case. Und wie gesagt, das bedingt halt einen Graph, der dahinter steht. Wenn wir jetzt mal uns mal ganz einfach Redis mal genauer angucken, was bringt die Datenbank im NoSQL-Umfeld ganz einfach so mit? Obwohl es eine In-Memory-Datenbank ist, gibt es natürlich auch sowas wie Persistenz in zwei verschiedenen Ausprägungen. Es gibt Snapshots, die ganz einfach den Hauptspeicherinhalt komprimiert auf ein Dateisystem ablegen. Und dann gibt es sowas wie Append-Only-Files, die logstrukturartig sämtliche Modifikationen innerhalb der Serverinstanz nachziehen. Das ist so die Idee hinter diesen zwei Persistenzansätzen. Bereits die Open-Source-Variante kann natürlich auch geclustert werden. Wenn man die Codebasis klont, findet man in diesem Verzeichnis ein Miniskript, wo drin steht, wie man ein Minimalcluster auf derselben Maschine, quasi implementiert aus verschiedenen Redis-Instanzen, relativ einfach kreieren kann. Hochverfügbarkeit wird im gibt es gibt auch zwei Ausprägungen hierbei. Entweder man kann explizit über redis.conf, das ist die Konfigurationsdatei, die hinter dem Server steht,
einem Master verschiedene Replikas zuordnen. Oder es gibt auch sowas wie Sentinels, ist auch relativ gut beschrieben auf Redis.io, wie das funktioniert. Die Idee hinter Sentinel ist, wir haben eine Menge von Masterprozessen und wir haben Replikas. Sentinels sind separate Prozesse, die kontinuierlich die Masterfunktionalität überwachen. Sollte ein Master ausfallen, wird automatisch ein Quorum gebildet zwischen den verbleibenden Prozessen. Und es wird ein Replika zu einem neuen Master befördert und es wird ein neuer Replika angelegt. Das ist alles konfigurierbar. Der Takeaway ist, selbst mit der Open-Source-Variante sind Enterprise-Features möglich. Das bedingt ein bisschen Handanlegen, aber die Funktionalität ist da. Und natürlich, je nach Ausprägung, wir decken eigentlich alle drei Ecken des Dreiecks, des Cup-Dreiecks, am Brewer's Theorem, wenn man das eben was sagt. Also eine Datenbank, ganz in zwei Sätzen, dieses Cup-Theorem sagt eigentlich aus, dass eine Datenbank, es gibt dieses berühmte Dreieck aus Partitionierungstoleranz, Verfügbarkeit und Konsistenz. Der Blank nicht, der kennt das. Und das Cup-Theorem sagt ganz einfach aus, dass eine Datenbank sich irgendwo in diesem Dreieck befindet, aber nicht alle Dreiecken gleichzeitig abdecken kann. Man muss halt immer Kompromisse machen. Und Redis bringt da jetzt alles mit von hochverfügbar bis hin zu vollständiger Asset-Compliance, je nachdem, welche Anforderungen so der Use-Case hat. Nicht jeder Use-Case verlangt volle Asset-Kompatibilität im Sinne von klassischen Transaktionen, wie man so aus dem SQL-Umfeld herkennt. Sowas wie Transaktionen in ganz normalen Datenbanken. Wie gesagt, das ist dann, Redis bringt eigentlich alle Mechanismen mit, die man so braucht, um sich seine eigene Verfügbarkeit, Atomarität, Konsistenz etc. im applikationsabhängig quasi zu implementieren. Das ist so die Idee dahinter. Kommen wir mal zu den Datentypen, die der Server unterstützt. Ich habe ein paar Eigenschaften schon genannt. Strings, da kommt Redis ursprünglich mal her. Das war so der ganz klassische Key-Value-Store-Ansatz. Im Laufe der Jahre kamen so Bitmaps dazu, Bitfields. Es gibt Hashes, das sind Schlüssel, die aus mehreren Strings bestehen können. Es gibt Listen, wie man so aus verschiedenen Programmiersprachen erkennt. Es gibt Mengen in zwei Ausprägungen, nämlich ungeordnete Mengen und geordnete Mengen. Geordnete Mengen heißt, wir haben pro Mengenelement einen sogenannten Score. Dieser Score hat eine ganz wichtige Eigenschaft, der muss nicht numerisch sein. Dadurch kann man Mengen ordnen und genau dieser Datentyp wird von dem Server bereits nativ unterstützt. Bestes Beispiel, Recommendation Lists, wenn man ein Shopping Cart implementiert. Man möchte natürlich schon, ich sag mal, Vorschläge geben, wenn man irgendwas aussucht. Was haben denn so andere Leute gekauft? Und sowas macht man im Prinzip über sortierte Mengen. Nämlich man listet die Vorschläge gemäß ihres Scores auf. Und dieser Score wird durch zwei Metriken beeinflusst, nämlich wie viele Leute sich entsprechend ein anderes Element angucken und eventuell sogar kaufen. Und die Implementierung, das ist so eine der Standardaufgaben, die ich bei Workshop stelle, implementiert dann mal eine Recommendation Engine mit Redis. Und die meisten Leute brauchen dafür 10 oder 15 Zeilen, das war's, für diese Minimal-API. Weil die Funktionalität steckt schon in diesen geordneten Mengen drin. Der Rest ist Zucker auf Klientenseite. Und andere Datentypen umfassen sowas wie geospatiale Indizes, also Koordinatensysteme mit anderen Worten, aber auch sowas wie probabilistische Datenstrukturen, die Redis schon von Hause aus mitbringt. Zwei Beispiele, Hyperlocklock dient dazu, festzustellen, ob ein Element in einer gegebenen Menge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit enthalten ist und jetzt kommt der Knackpunkt, ohne die Menge vollständig im Hauptspeicher abzulegen. Hat einen gewissen Charme, wenn man so in Richtung CDNs denkt, Content Delivery Networks. Interessanterweise setzt ein relativ großer Videodienst, fängt mit N an, hört mit X auf, Redis genau in diesem Use Case ein, nämlich nachzugucken, ob Content, den er gerade streamen möchte, bereits lokal irgendwo vorhanden ist oder ob der von Upstream geholt werden muss. Und genau das machen die mit Hyperlocklocks. Und es gibt noch eine zweite Ausprägung, das sind Bloomfilter, die gehen in dieselbe Richtung. Streams, ich habe es eben schon erwähnt, quasi unsere Antwort auf Kafka, beziehungsweise auf einen hyperskalierbaren Message-Bus.
Jetzt muss ich, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie so generell so ein Redis-Server aufgebaut ist. Wir haben natürlich den Server, der kommuniziert entweder über einen Port oder über einen Unix-Socket, also ein Domain-Socket. Portnummer? Sehr gut. Das ist so der Standardport, ganz genau, wo auf dem Redis läuft. Und die unterste Schicht ist meistens bei den meisten Bibliotheken eine Schicht namens High Redis. Das ist eigentlich nur ein C-Wrapper um diese Kommunikationsinfrastruktur, nämlich um Sockets im allgemeinen Fall. Darauf aufbauend haben wir sowas wie sprachspezifische Anbindungen, die sich auf diese High Redis-Schicht stützen. Und auf diese sprachspezifischen Anbindungen stützen sich dann modulspezifische Bibliotheken. Bestes Beispiel, sowas wie ReadySearch. Der Python-Client ist genauso aufgebaut. Der Python-Client implementiert, für ReadySearch implementiert den Datentyp, den ReadySearch zur Verfügung stellt, als nativen Python-Datentyp mit den gewissen Operationen, die der Server unterstützt. Sowas wie Dokument einfügen, Dokument indizieren, suchen, aber auch sowas wie Dokument löschen aus der Datenbank. Und unten drunter läuft die ganz normale Redis Py Standardbibliothek, wie man sie von dem Standard Python Client herkennt. Der wiederum stützt sich auf High Redis. Das ist so die Standardarchitektur, die man bei ca. 90% auch der modulspezifischen Sprachanbindung findet. Das ist so die Idee dahinter. Und gerade weil HiRes da in dem Umfeld sehr, sehr weit verbreitet ist, findet man es halt auch als Requirement bei den meisten Modulimplementierungen auf Klientenseite. Gibt es bis hierhin Fragen, die man kurz beantworten kann? Okay. Dann gucken wir doch einfach mal, wie es so geschwindigkeitsmäßig aussieht. Ich gehe da jetzt gar nicht so en Detail drauf ein. Aber die NoSQL-Performance ist vielleicht nicht unbedingt so gut zu erkennen. Aber der Takeaway ist hier, ob es nur Cassandra, ob es Memcache die ist, Redis ist schneller. Zum Teil auch im Längen. Die Sachen kann man sich auf GitHub und anderen Webpages relativ gut angucken. Genügend Leute haben entsprechende Benchmarks ausgeführt. Und wie gesagt, einfach mal googeln. Zum Vergleich Streams, da haben wir verglichen, genau, Kafka und Redis. Man sieht natürlich, dass also Kafka, für die es nicht kennen, macht ein gerüttelt Maß der Partitionsdaten, werden auf Platte abgelegt. Und genau das ist das, was man hier sieht. Deswegen im Idealfall 5-mal schneller zu sein, ist nicht so kompliziert, wenn man den Fokus wirklich auf Speicher hat. Das ist so die Idee dahinter. Und Graph, es gibt einen Benchmark vom vorigen Jahr, der auch von Tiger bestätigt wurde. Wir sind um Faktor 3 schneller als damals schon die schnellste Graph-Datenbank am Markt, die aber, glaube ich, sogar Closed Source war. Das ist halt so, ich sag mal, der Main Takeaway hier ist wirklich bedingt dadurch, dass sämtliche Werte im Hauptspeicher abgelegt werden, der eine entsprechende geringe Latenz hat, was den Zugriff angeht, aber auch entsprechenden Durchsatz und der Server relativ schlank ist, was die Implementierung angeht dieser Datentypen, erreicht man da entsprechende Geschwindigkeiten. Dieselbe Philosophie findet man auch bei den Modulimplementierungen. Die meisten Module, die mir bis jetzt mal im Weg gelaufen sind, haben eine ganz wichtige Eigenschaft. Wo es auch immer geht, nutzen sie nativ vorhandene Datentypen, weil diese Datentypen haben eine Eigenschaft. Die Implementierung im Server ist A vorhanden und B auf Effizienz getrimmt. Das ist so die Philosophie hinter Redis. Wenn es geht, schlanker Code, minimale Implementierung, Geschwindigkeit. Das ist so die Philosophie hinter diesem Datenbank, hinter diesem NoSQL-Server. Okay, gucken wir uns einfach mal an, wie sowas generell funktioniert. Ich stütze mich auf Python. Ich hoffe, ich hänge damit nicht so viele Leute ab. Das Ganze ist relativ, ich sag mal, nicht unbedingt Python-spezifisch. Derjenige, der die Programmiersprache schon mal ungefähr gesehen hat, sollte mit dem Code was anfangen können. Was hier gemacht wird, es wird eine Verbindung zu Redis aufgebaut, das ist Redis.Redis. Redis ist die Standardmodul von Python, was ich eben schon kurz beschrieben habe. Die Code Response ist Python 3 geschuldet, weil die String-Behandlung zwischen Python 3 und Python 2 ein bisschen anders ist.
Und ich habe einfach mal Python 3 genommen. Deswegen sollte man da per Default sagen, Decode Responses. Ich vermute mal, Andy McCurvy wird das umstellen. Nächstes, übernächstes Jahr, wenn Python 2 irgendwann mal verschwindet, in Anführungsstrichen. Wir setzen einen Schlüssel namens Hello auf den World und holen dann diesen Schlüssel wieder zurück aus der Datenbank und drücken ihn aus. Und das war's auch schon. Einfach mal, ich sag mal, ein kleiner Codeschnipsel, um mal zu zeigen, wie einfach doch eine Programmierung gegen Redis ist. Was ich jetzt mal zeigen werde, und jetzt wird es ein bisschen praktischer, ich werde euch also jetzt einfach mal zeigen, wie man eine Graph-Datenbank in Redis anlegt. Und zwar werde ich das ebenfalls in Python machen, aber nicht auf Folien, sondern ein paar am lebenden System. Das sehe ich mir einfach mal hin. Ihr werdet mich jetzt nicht sehen, aber ich rede trotzdem weiter. Das ist so, da bin ich jetzt schon wieder im Falschen. Machen wir es hier mal zu. Ich hoffe, jeder kann das einigermaßen sehen. Ja? Kann das jeder? Ist der Font groß genug? Sonst ich kann ihn auch größer machen. Okay, ich werde da jetzt nicht Zeile für Zeile durchgehen. Es sei denn, es gibt Fragen. Okay. Interessant, weil ich habe es letztens noch mal probiert ohne und dann, genau, danke für den Hinweis. Der Hinweis war, braucht man wirklich Decode Response? Und da gab es die Rückmeldung aus dem Publikum, nein, braucht man nicht unbedingt, seltsamerweise, da müssen wir noch mal in die Spezifika reingucken, weil ich hatte es irgendwann mal probiert und habe da eine halbe Stunde lang suchen müssen, bis ich dahinter gekommen bin, dass genau an diesem Decode Response lag. Lass uns da mal nach dem Vortrag reingucken. Vielleicht gibt es da eine relativ einfache Lösung. Okay. Ich möchte jetzt gar nicht zwischen kurz so Teile für Teile durchgehen, aber mal ganz kurz, was hier so passiert. Printrace ist einfach eine Hilfsfunktion, die ein Result-Set ausgibt. Und ein Result-Set ist im Prinzip eine Menge von einem Query, darüber aussagt, im Sinne von, ich habe einen Graph und gib mir doch mal die Knoten zurück und die Beziehungen zwischen den Knoten, die sogenannten Edges, die eine Eigenschaft aufweisen. Ein Result-Set ist eine Menge von diesen Knoten und Printrace bricht jetzt diese Knotenmenge runter in einzelne Records und diese Records bestehen aus Feldern und genau die werden ausgegeben. Wenn man sich mal hier anguckt, was hier so generell passiert, es wird eine Redis-Instanz auf Klientenseite aufgemacht, das ist Zeile 15. Dann wird ein bereits vorhandener Graph, nur um sicher zu sein, gelöscht. Wenn er nicht da ist, passiert nicht allzu viel außer einer entsprechenden Fehlermeldung, die via Return zurückgegeben wird. Dann wird ein neuer Graph angelegt, das ist relativ einfach, Redis Graph gleich Graph und der soll dann auch Social heißen und der soll auf der Verbindung, die in Variable R gespeichert ist, abgelegt werden. Ganz wichtig hier, Redis Graph ist der Python-Client für das Graph-Modul. Und es werden drei Klassen importiert, nämlich ein Knoten, eine Edge, also quasi eine Verbindung zwischen zwei Knoten und der Graph an sich. Und das war es aber auch schon. Und genau diese Datentypen werden auf Serverseite durch das Modul implementiert. So funktioniert das generell bei allen Modulen. Der Rest vom Code ist relativ schnell erklärt. Es werden Knoten angelegt. Jeder Knoten hat eine Eigenschaftsliste und hat einen Namen. In dem Fall in Zeile 19 heißt der Knoten Person. Und die zugehörigen Eigenschaften sind sowas wie Name, Alter, Geschlecht und Status. Und das wird für drei Personen gemacht, genau. Und dann gibt es weitere Knoten, nämlich in dem Fall, es wird ein Knoten kreiert, der da heißt Country und der Name von dem Knoten ist Japan. Und dann gibt es eine ganz wichtige Eigenschaft, die John mit Japan verbindet, nämlich, dass John Japan besucht hat. Und genau das wird durch diese Edge modelliert, nämlich die Edge hat die Eigenschaft visited, also besucht, und die Property, also ebenfalls, ich sag mal, Tags, die man analog zu den Knoten einer Edge mitgeben kann, ist der Grund, warum dieses Land besucht wurde, in dem Fall hier Pleasure. Das Ganze wird für drei weitere Personen gemacht. Pearl,
hat Australien aufgrund einer Geschäftsreise besucht. Das ist dieser zweite Abschnitt, Zeile 26 bis 31. Und Mary hat Deutschland ebenfalls geschäftlich besucht. Sobald dieser Graph auf Klientenseite konstruiert wurde, gibt es ein Statement in Zeile 40 namens Redis Graph Commit. Damit wird der Graph quasi der Serverinstanz gegenüber committed. Und damit kann er auch schon abgefragt werden. Und genau das passiert ab Zeile 1, ab Zeile 42. Nämlich, ich möchte einfach mal die Ergebnismenge haben von Personen, die ein bestimmtes Land aus welchem Grund besucht haben. Ich iteriere in Zeile 42 über den Grund. Das ist in Zeile 44, 45 ist die Query, die genau diesen Graph so abfragt. Nämlich, ich möchte ein Match auf der Person auf dem Land haben. Ich möchte als Ergebnismenge den Namen, das Alter, den Status und den Landnamen und den Namen des Landes zurückbekommen. Und der Purpose, den ich dann ganz einfach mitgebe, quasi als einziges Abfrageelement, ist der Grund, warum ein Land besucht wurde. So einfach geht das. Wir verwenden da ein, beziehungsweise das Modul verwendet da einen Graph Query Standard namens Cypher, ursprünglich mal von Neo4j implementiert, mittlerweile Standard in dem Umfeld. Und natürlich möchte man nicht am Standard vorbei programmieren. Deswegen die erste Version des Graph-Moduls deckte ca. 75% der Cypher-Syntax ab. Es wird ein Update Ende des Monats, Anfang September geben. Das ist dann die Version 2.0, die eine fast vollständiger, also ich glaube, ein Command Filter noch von Cypher ebenfalls implementiert haben würden. Damit haben wir eigentlich Cypher mehr oder weniger, ich sag mal, im Sack, was die Klientenanbindung angeht. Ja, und dann wird hier ganz einfach noch die Ergebnismenge ausgegeben über diese Hilfsfunktion. Und diese Query findet genau in Zeile 46 statt, wo man ganz einfach diesen String, den man in den Vorzeilen konstruiert hat, ganz einfach in Richtung Server schiebt und dann die Ergebnismenge in Result zurückbekommt. Und wenn ich das jetzt mal ausführe, ich hoffe, das funktioniert alles so. Nein, natürlich nicht. Warum? Der Server läuft noch nicht. Dann sollte man ihn vorher mal einschalten. Okay. So einfach geht das. Man sagt ganz einfach Redis Server und gibt eine Konfigurationsdatei mit. Diejenigen, die Redis kennen, die wissen, was das ist. Und ganz wichtig hierbei ist, der Server sagt dir, er hat das Graph-Modul geladen und hat damit auch diesen applikationsspezifischen Datentyp jetzt am Start. Und darunter ganz wichtig, Ready-to-Accept-Connections. Das heißt, jetzt sollte es auch wirklich funktionieren. Und wie wir sehen, das ist die Ergebnismenge. Nochmal, ich iteriere über den Grund der Reise. Und ich habe hier, und die Ergebnismenge ist tatsächlich, John hat Japan aufgrund von Urlaub besucht und die beiden anderen waren auf Geschäftsreise unterwegs. Und das ist eigentlich so, ich sag mal, die Einfachheit, oder dieses Beispiel demonstriert die Einfachheit, wie man A, Graphen konstruiert und B, abfragt. Weil das waren jetzt 45 Zeilen oder sowas, inklusive Hilfsfunktionen etc. pp. Und so einfach geht das im Prinzip. Das ist so die Idee hinter den gesamten Modulen, beziehungsweise den Datentypen, die Module applikationsspezifisch oder orientiert implementieren. Bevor es dann in die Fragerunde reingeht, kurzer Ausblick. Redis 6 sollte noch dieses Jahr an den Start gehen. Es wird ein deutlich verbessertes Sicherheitskonzept am Start haben, basierend auf Access Control Lists. Das Wire-Protokoll wurde bereits in Teilen von 5 verbessert. Wir reden hier von 2 nach 3. Das heißt, die Effizienz wird auch nochmal gesteigert auf Serverseite. Details dann auf der entsprechenden GitHub-Seite. Es wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr ein Cluster geben, ein Proxy geben, den man halt in einem Open Source Cluster einsetzen kann, der dafür sorgt, dass die
dass die einzelnen Clusterinstanzen quasi von einem Endpunkt aus angesprochen werden können. Das heißt, man muss nicht unbedingt Klienten-Libraries haben, die Cluster-aware sind. Das ist so die Idee hinter dieser Proxy-Implementierung. Dann, wir haben, Redis Labs hat Anfang des Jahres im April bereits als Tech-Preview gelauncht. Es wird Redis Gears geben. Redis Gears ist so eine Infrastruktur, die es ermöglicht, mehrere Module miteinander zu kombinieren. Also bestes Beispiel, durch die Kombination von Timestamps und Graph kann man dann Graphen erzeugen, die impliziten Timestamp mitbringen. Das heißt, damit soll dann auch die Versionierung von Graphen kein großes Thema mehr sein. Plus Gears wird dann noch sowas haben wie Filter, Mapper, Scheduler und so weiter und so fort. Der Tech-Preview-Code ist auf GitHub, guckt ihn euch an, und er ist rudimentär einsatzfähig. Ich würde ihn vielleicht noch nicht unbedingt für Produktion benutzen, aber man kann schon mal einfach mal gucken, was denn so Redis Gears so mitbringt und wo die Reise so hingeht. Zusammenfassend, ja, mit einer, glaube ich, der populärsten NoSQL-Databases oder In-Memory-Databases. Deutliche Entwicklung vom Key-Value-Store Richtung multimodaler Datenbank. Und die Extensibilität hört bei weitem nicht nur bei Lua auf, sondern geht Richtung Module, insbesondere wenn man sich mal Gears anguckt, hin zu einem relativ, ich sag mal, performanten NoSQL-DB-Ökosystem. Weil insbesondere diese Module halt zum Teil sehr applikationsspezifische Datenbankentypen oder Datenbanken ermöglichen, wie wir es gerade bei Graph gesehen haben. Ganz kurz, die Folien werden online gestellt seitens Foscon. Ganz kurz ein paar Pointer. Diejenigen, die Redis schon mal benutzt haben, Redis.io, vollständige Dokumentation in inklusive Klientenbibliotheken. Salvatore hat einen Blog, antires.com, wo er auch mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen erlaubt, gewisse Designentscheidungen begründet. Letztes Beispiel wahrscheinlich, warum das Wire-Protokoll in Version 3 auf jeden Fall rückwärtskompatibel zu Version 2 sein wird. Es gibt eine Community-Dokumentation inklusive Module unter redislabs.com Community. Es gibt natürlich auch einen Quick Start, bekannt wahrscheinlich von diesen schwarz-gelben Büchern, gibt es natürlich auf Redis. Kostenlos kann man sich so runterladen. Eine letzte Sache, die Redis Labs powert oder sponsert, ist eine University. Kostet nichts, man muss kein Kunde sein, man geht einfach auf university.redislabs.com, ist so das Geschenk der Firma zurück an die Community, die natürlich auch aktiv am Server mitarbeitet. Man legt sich einen Account an, man wählt den Kurs aus, man belegt den Kurs, man folgt dem Kurscontent, dem Kursinhalt, man macht die Hausarbeiten, man legt eine Abschlussprüfung ab, dann gibt es ein Zertifikat. Und was ich ebenfalls plane, ist ein Redis-Workshop auf der diesjährigen PyCon. Das heißt, wer im Oktober nach Berlin fährt, einen Blick aufs Programm, einen Blick auf das Programm werfen, da sollte dann hoffentlich in den nächsten paar Wochen, wenn nicht einfach mal eine Mail an die Organisatoren schreiben, sagen, ich möchte dahin. Die Idee ist, einen halben Tag für Hands-on Redis-Programmierung von Python aus darzustellen, inklusive den Modulschnittstellen, die ich ganz kurz hier angeschnitten habe, für Graph beispielsweise. Aber dann auch mal hands-on zu programmieren mit Time Series, mit anderen Modulen, je nachdem, wo Bedarf besteht. Die Idee ist ganz einfach, Leuten, Python-Programmierern, Redis näher zu bringen. Im Rahmen der diesjährigen PyCon. Das ist so die Idee. Und wie gesagt, wenn da Interesse besteht, ich bin auf jeden Fall noch bis heute Nachmittag hier, sprecht mich an. Sollte aus irgendwelchen Gründen die Sache nicht auf der Schedule auftauchen, schickt eine Mail an die Veranstalter, sagt, ihr wollt den Workshop haben, weil ich glaube, das PyCon-Programm wird demnächst erst finalisiert. Deswegen alles gut. Okay. Kommen wir dann mal zu den Fragen. Ja. Kannst du noch mal was zum JSON-Modul sagen? Was bringt mir das, wenn ich das einsetze? Ja. JSON, wer weiß nicht, was JSON ist? Ganz wichtig, bevor ich die Frage beantworte. Okay, jeder weiß, was JSON ist. Du hast ein JSON-basiertes Dokument, das kippst du da rein und dann hast du im Prinzip eine Query Language am Start, die entsprechend indizieren und Dokumente die finden kann. Das ist insbesondere interessant, wenn du analog zu Mongo oder Couchbase sowieso JSON-Payloads bereits hast. Aber dir, ich sag mal, Couchbase oder Mongo nicht so die Performance bringen, die du eigentlich brauchst in deinem NoSQL Realtime-Umfeld.
Das ist so die Idee hinter ReJSON. Momentan setzen wir da auf JSQL als Query-Sprache. Wir werden aber mit Redis Gears und dieser ganzen Modulinfrastruktur auch eine Volltext-Indizierung anbieten auf dieser ReJSON-Basis. Das ist so die Idee hinter dem zweiten Halbjahr diesen Jahres, bzw. Q1 nächsten Jahr. Das heißt, guckt es euch an. Wie gesagt, die Quellcodes sind auf GitHub und spielt einfach mal damit rum und guckt, ob es passt. Nächste Frage. Wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich noch? So 10 Minuten oder so? Perfekt, danke. Wir sind ja hier auf der FR OSCON. Vor einem Jahr, knapp einem Jahr, ging mal so ein Aufschrei durch die Free Software Community, dass Redis da irgendeine Common Clause einführt. Ich habe das nicht so genau verfolgt, weil ich das zurzeit nicht einsetze betrieblich. Was bedeutet denn das für eine kleine Firma? Common Clause heißt ganz einfach. Damals hieß es Common Clause, Redis Labs hat, das ist ganz wichtig, Common Clause, aber auch Redis Software Available License, RSAL, bezieht sich ausschließlich auf einige Module. Und der Hintergrund war ganz einfach, AWS und Freunde nehmen den Quellcode, committen nichts zurück und machen damit Kohle. Mal ganz einfach formuliert. Ganz wichtig hierbei ist, es bezieht sich nur auf eine Untermenge der Module. Der Server an sich ist BSD. Das war so, das ist so und das wird auch so bleiben. Das heißt, wenn Amazon, Azure und so weiter und so fort die Codebase nehmen wollen, damit Geld verdienen wollen, bitteschön. Ist zwar jetzt nicht, ich sag mal so, ideal zielführend, weil wie gesagt, von AWS kommt relativ wenig zurück. Google und Microsoft sind da ein bisschen mehr, sind da ein bisschen weiter unterwegs. Aber es bezieht sich nur auf einzelne Module. Und was RSIL aussagt, ist eigentlich für diese Module, ihr dürft mit dem Quellcode weiterhin machen, was ihr wollt, mit Ausnahme, ihr dürft den nicht kommerziell als Cloud-Anbieter einsetzen. Das war es aber auch schon. Das heißt, selbst wenn ihr sowas plant, Redis Labs partnert mit Microsoft, partnert mit Google, es sind Deployments möglich, allerdings sollten wir dann vorher reden. Nämlich genau das, was AWS nicht getan hat. Das war so, ich sag mal in zwei Sätzen, die Idee hinter RSIL. Und der Punkt war ganz einfach, sehr viele Leute haben es missverstanden, nämlich gesagt, um Gottes Willen, Redis wird proprietär. Es gab da insbesondere einen Talk auf der diesjährigen FOSDEM von Ihnen, wie hieß er gleich noch? Chris Lamb, ganz genau, sorry. Ja, der, ich sag mal, eher unglücklich war, weil ich glaube, der war nicht zielführend. Weil da wiederum Leute der Meinung waren, siehe auch Twitter hier vom Simon Phipps, Redis ist proprietär. Nein, ist es nicht. Es ist weiterhin BSD, alles gut. Ja, beantwortet das die Frage? Nicht so ganz. Ich bin natürlich kein AWS. Das ist mir egal, was mit AWS ist. Aber wir sind eine Firma, wir verdienen auch Geld. Ja. Und haben wir einen Webservice? Na, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ob wir einen Webservice haben, natürlich ist unser Produkt im Web verfügbar. Wie ist denn die Definition von einem Webservice, von einem Cloud-Service? So, Gegenfrage. Welche von diesen Modulen setzt ihr ein? Die unter RSIL steht. So, damit ist die Frage beantwortet, weil ihr nehmt den Servercode, ihr nehmt Redis Open Source, ihr kompiliert das, ihr setzt das in eurem Ökosystem ein, das war's. Der Server ist hiervon nicht betroffen. Ja, und aber die Module sind noch interessant. So, jetzt müssen wir genau angucken, es stehen nur einige Module wie Time Series und, glaube ich, Graph unter RSIL. Das sind ja die interessanten. So. Wenn ihr dann plant einen eigenen, also was heißt Cloud Service? Cloud Service heißt, eure Kunden gehen in eure Umgebung und mieten Redis-Instanzen, die genau diese Module einsetzen. So, dann wenn sollten. Wenn wir ein Produkt bauen, ja, wo da irgend zum Beispiel eine Time-Series drin ist, also wir sind kein Cloud Service, die werden da nicht selber programmieren, ja, aber in unserem Produkt ist da irgendwie ein Time-Service drin. Entschuldigung, dann fallen wir dann unter die Klausel oder nicht? Da müssen wir nochmal genau. Das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion gewesen, dass das so eine Gummiklausel ist, ja, dass man jetzt eigentlich nicht weiß. Natürlich verdienen wir damit Geld. So, der Punkt ist, es bezieht sich primär auf Cloud-Anbieter. Man müsste jetzt einfach mal in den genauen Use Case reingucken. Also typisches Beispiel, bietet ihr diese Dienstleistung als Software as a Service an? Dann würde ich sagen, sollten wir vorher reden. Wenn ihr dagegen, ich sag mal, das einfach nur in euer Ökosystem einbaut,
Sollte es da eigentlich keinen großen Diskussionsbedarf geben. Aber im Zweifelsfall, get in touch with Redis Labs. Danke. Nächste Frage. Ich habe die ersten 5 Minuten nicht mitbekommen, deswegen weiß ich nicht, ob das da Thema war. Redis ist In-Memory und es wird immer benutzt als Cache. Oder auch häufig benutzt als Cache. Nicht immer. Daher kommt es ursprünglich mal her, genau. Genau. Und jetzt kann man es ja, wie wir gesehen haben, für viel mehr Sachen benutzen. Und absolut. Angst habe, ist, wie sicher sind meine Daten da? Wenn das In-Memory liegt und nicht direkt im Speicher landet, wie groß ist mein, also habe ich ein größeres Datenverlustrisiko? Muss ich irgendwie besondere Vorsichtsmaßnahmen treffen? Denn in vielen Fällen ist mir die Performance egal. Okay. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, es gibt 2 Persistenzen, die Redis unterstützt. Du kannst einen Snapshot auf Platte speichern oder du kannst kontinuierlich ein sogenanntes Append-Only-File mitlaufen lassen. Ist im Prinzip eine Logging-Struktur. Und diese Sachen in Redis.conf siehst du die Konfigurationsoptionen. Damit hast du eine Persistenz von deinen Daten gegeben. Entweder der Server loggt kontinuierlich mit, welche Daten wie verändert werden, zu welchen Zeitpunkten. Oder er macht einmal konfigurierbar einen Snapshot, den er auf Platte ablegt. Mhm. Damit hast du eigentlich so die Mechanismen am Start, die du brauchst. Und ich verstehe das richtig, also wenn ich den Snapshot mache, dann wird alle paar Minuten ein Snapshot konfigurierbar, gemacht. Konfigurierbar, ja. Und wenn ich wirklich, wenn ich da diese Log-Struktur benutze, dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen, weil dann ist alles sofort im Log, wenn ich Daten ändere. Okay, auch cool. Ebenfalls konfigurierbar. Das heißt, selbst wenn es zum Serverausfall kommt und das Betriebssystem zumindest noch ein F-Sync macht oder ein Sync, bevor es irgendwie die Grätsche macht, die Daten stehen auf der Platte. Weil wir verlassen uns da auf F-Sync und Freunde. Und sofern das Betriebssystem mitspielt, dann sind die Daten da, wo sie sein sollen, persistent. Okay, und sobald der Server, er guckt nach, ist konfigurierbar, ist in einem bestimmten Directory eine dump.rdb vorhanden. Wenn ja, wird die beim Serverstart automatisch geladen. Brauchst du um nicht Sorgen zu machen. Und dann hast du im Prinzip wieder den alten Stand. Perfekt, danke. Weitere Fragen? Hier vorne. Aber vielleicht, um noch anzuknüpfen, die Default-Konfiguration ist schon so, irgendwie erst wenn 500 Keys geschrieben wurden, so kenne ich dieses Standard-Setup, dann wird irgendwie dieser Schreibvorgang gemacht und genau dieser Parameter ist konfigurierbar, zu welchem Zeitpunkt dann wirklich batchweise oder wirklich keyweise geschrieben werden soll, richtig? Das ist so. Also die meisten Leute sagen halt, okay, jede Minute, alle 30 Sekunden. Du kannst aber auch sagen, nach allen 5 Schreibvorgängen. Das ist also beides ist möglich, deswegen. Redis.conf hat ca. 90% erklärenden Text. Der Rest sind tatsächlich Konfigurationsparameter. Guckt ganz einfach in die Kommentare rein. Frage. Bezüglich Persistenz, es gibt ja auch noch diesen Redis Cluster. Ja. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz 2, 3 Sätze sagen, wie sieht da mit der Persistenz aus? Der Redis Cluster, ja, besteht aus. Ausfällt. Ja, auch Möglichkeiten. Ja, der Redis Cluster besteht aus einzelnen, ich sag mal, Redis Instanzen. Was heißt jetzt Cluster? Cluster heißt, dieser Cluster hat eine ganz wichtige Eigenschaft, der ist Shared Nothing. Das heißt, und setzt natürlich auch clusterfähige Clientbibliotheken voraus, ganz wichtig. Das heißt, der Cluster guckt sich einen Schlüsselnamen an, macht darüber einen Hash und identifiziert mit diesem Hash, mit diesem CRC16, die Redis-Instanz in dem Cluster, wo die Daten geschrieben werden. Und jetzt hängt es davon ab, wie genau diese Redis-Instanz konfiguriert wurde für die Persistenz. Weil wenn die ausfällt, sind die Daten, die sie verwaltet, ebenfalls weg. Hauptspeichermäßig gesagt, es sei denn, du persistierst sie vorher. Das ist ein reines Sharding, ganz genau. Das heißt, was typischerweise Leute machen, die sich eine Open-Source-Cluster zurechtstricken, die setzen Chef, Puppet, Salt und wie sie alle heißen, oder Ansible ein, kreieren verschiedene Redis-Instanzen auf verschiedenen Knoten, Virtual-Maschinen oder anders wie, die eine ganz wichtige Eigenschaft haben, nämlich die Persistenzeinstellungen sind überall gleich. Damit sollte ein Chart in die Grätsche gehen, oder die VM, die einen Chart powert, in die Grätsche gehen, haben sie auf jeden Fall die Daten, die der Chartverwalter auf der Platte stehen. Das ist so die Idee dahinter. Und so funktioniert das generell. Anschlussfrage dazu, kann man auch irgendwie Quorum machen, dass man auf 2 Charts zum Beispiel das gleichzeitig schreibt?
Und dann, wenn einer ausfällt, hat man immer noch den anderen? Oder ist es wirklich shared nothing, nothing, nothing? Das ist so, genau, das ist so der nächste Schritt. Ich habe es eben kurz erwähnt. Es gibt eine, du kannst, also der einfachste Fall ist, du hängst mehrere Replikas in einen Master. Das heißt, jede schreibende Änderung auf dem Master wird auf die Replikas repliziert, alles gut. Daneben gibt es noch was Ausgefeilteres, was Sentinel heißt. Die Sentinels unterscheiden zwischen, ich glaube, ich hatte sie eben kurz erwähnt, unterscheiden zwischen Master und Replikas und monitoren einen Cluster konstant und stellen fest, beispielsweise gibt es eine Netzwerkseparierung zwischen einzelnen Clusterknotes. Sollte das der Fall sein, versuchen sie ein Quorum zu etablieren, einen Subcluster zu kreieren und propagieren dann auch eine Replika in diesem Untercluster zu einem neuen Master. Und das ist so die Kombination aus Hochverfügbarkeit und Clustering. Redis.io, da ist es genau beschrieben, wie es en detail technisch funktioniert. Nächste Frage. Okay, ich habe jetzt noch T-Shirts. Das bedingt aber die richtige Beantwortung von zwei Fragen. Ich habe zwei T-Shirts. Also ich habe mehr T-Shirts, aber das sind so die Größen, die ich aber habe. Wann war der erste Commit von Redis? Größe? XL? XL? XXL? Kommst du gleich vorbei? Okay, komm mal. Viele X, okay. Zweite Frage, welche Eigenschaften müssen Module aufweisen, damit sie an den Redis-Server angebunden werden können? Ja, kommt ihr beiden gleich nach vorne, ich hoffe, ihr habt eure Größe dabei. Vielen Dank.